Mein Name ist Raphael, ich komme aus Lübeck und meine Arbeit lautet Declarative Specification Languages for Cryptographic Protocols. I'm Abhishek Anand from India and I work on Scalable Text Analytics on Web Archives. Ich bin Fabienne aus Trier und arbeite an Language-Based Security. Die Doktoranden an der Saarbrücker Graduiertenschule für Informatik verkörpern Vielfalt. Sie kommen aus der ganzen Welt. Ihre Promotionsthemen behandeln die gesamte Informatik. Das Ziel der Saarbrücker Graduiertenschule ist eine langfristige Neustrukturierung der Promotionsausbildung in der Informatik. Damit will man die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken, um die besten Köpfe zu gewinnen. Georgelle und Dewey gehören bereits dazu. Mit ihren ausgezeichneten Bachelorabschlüssen haben sie sich gegen 400 Bewerberinnen und Bewerber aus aller Welt durchsetzen können. Nun sind sie unter den 25 Neuen, die in diesem Semester begonnen haben. Die nächsten anderthalb Jahre sind sie in der Vorbereitungsphase. In dieser Zeit hören sie Vorlesungen und beteiligen sich an Forschungsprojekten. Dabei erkunden sie die gesamte Bandbreite der Informatik und vertiefen sich zugleich in ihre speziellen Interessensgebiete. Natürlich alles auf Englisch. Sie lernen mit und voneinander und schnuppern in verschiedene Forschungsgruppen hinein. Bevor ich hier in Saarbrücken mit der Vorbereitungsphase begonnen habe, machte ich meinen Bachelorabschluss in Mathematik. Gleichzeitig interessierte ich mich sehr für Informatik. Die Forschungsgruppen in Saarbrücken behandeln praktische Themen, aber auch theoretische Grundlagen im Detail, was sich sehr gut mit der Mathematik verbindet. So war Saarbrücken für mich einer der besten Orte, um mein Studium fortzusetzen. One of the best places I could find to continue my studies. Ich habe mich gut informiert, bevor ich hierher kam. Ich hatte die Möglichkeit, in die USA, nach Frankreich oder in die Schweiz zu gehen, aber ich wollte nach Saarbrücken kommen. Einer der Hauptgründe war, weil es ein internationales Programm ist. Für mich ist Englisch sehr wichtig. Sowohl die hiesigen Dozenten wie auch die Studenten sind international. So trifft man auf Leute aus der ganzen Welt, tauscht Ideen untereinander aus, führt gemeinsame Projekte durch. Man hat das Beste aus der ganzen Welt. Das Finden eines Promotionsthemas ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitungsphase. Dafür haben Georgelle, Dewey und die anderen graduierten Schüler unzählige Möglichkeiten. Denn auf dem idyllischen Waldcampus in Saarbrücken füllen die universitären Einrichtungen zusammen mit mehreren renommierten Informatikforschungsinstituten bereits 9 eigene Gebäude in engster Nachbarschaft. Noch mehr kommen dazu. Kooperation wird großgeschrieben. Die Ressourcen aller Einrichtungen stehen allen zur Verfügung. Das macht die Saarbrücker Graduiertenschule bereits heute zu einer Top-Adresse für eine Promotion in der Informatik. Sie haben 1,5 bis 2 Jahre, um sich umzusehen, welches Gebiet der Informatik Sie wirklich genauer betreiben wollen, mit welchen Betreuer Sie vielleicht besonders gut zusammenarbeiten können. Und so haben Sie eine Chance, sich wirklich persönlich genau in die Richtung zu entwickeln, wie es für Sie gut sein wird. Die Graduiertenschule ist groß. Rund 60 Doktorväter und Mütter betreuen mehr als 250 Promovierende. Come in. Dabei unterstützen mehr als 200 Postdocs. Trotz der Größe sind die Wege kurz, die Türen offen und die Professoren jederzeit ansprechbar. Sie sehen die Promotionsausbildung als zentrale gemeinsame Aufgabe und Chance. Die Graduiertenschule ist für uns sehr wichtig. Über die Hälfte unserer Doktoranden kommen aus dem Ausland. Die kommen mit sehr verschiedenen, die sind zwar alle gut ausgebildet, aber sie kommen mit verschiedenen Hintergründen zu uns. Und deswegen ist diese strukturierte Ausbildung, die sie in der Graduiertenschule bekommen, so wichtig. Sie kommen zusammen, sie werden gemeinsam vorbereitet auf das Qualifying Exam und sind dann in einem guten Zustand für die Promotion. Die Professoren nehmen die Arbeit mit den Doktoranden genauso ernst wie ihre eigene Forschung. Und darin sind sie gut. In der Saarbrücker Informatik allein sind 6 Leibniz-Preisträger tätig. Als erster Deutscher überhaupt erhielt ein Professor der Graduiertenschule den renommierten MIT Technology Review Award für die weltweit wichtigsten jungen Forscher unter 35 Jahren in allen technischen Fächern. So ergibt sich nicht nur die Themenvielfalt bei den Promotionen, sondern auch die besondere Qualität der Forschung in Saarbrücken. I'm Hamad Hamid from Egypt and I work in bioinformatics, gene expression data analysis. Ich bin Anton aus Leipzig und arbeite an Rational Security Protocols. Miftikhar Ahmed,
I came from Pakistan, and my PhD thesis is Online Algorithms for Financial Trading. Hier in Saarbrücken ziehen alle an einem Strang und wollen der ganzen Welt zeigen, wo gute Informatik gemacht wird. Na dann, alles Gute, Jui und Georgelle.